Jetzt zeige ich euch mal, wie ich hier in meinem Bus ein paar Tage wohne. Ich habe jetzt wieder einen schönen Platz gefunden in Davos Klosters. Ich gehe mal rundherum. Da bin ich hergekommen, von da hinten, vom Bodensee. Ich habe heute Nacht schon in Fideris übernachtet und habe jetzt wieder einen wunderschönen Platz entdeckt. Schaut euch das mal an. Das ist im Winter wahrscheinlich ein Parkplatz, ich weiß nicht, oder wenn hier Schießfest ist. Ich habe auf jeden Fall für meine Hunde und für mich einen Fluss gefunden. Seht ihr, wir sind hier ganz alleine. Das ist ziemlich verrückt. Da darf man nicht hinterfahren, da ist der nächste Hof mit Schafen. Da darf ich nicht weiterfahren, deswegen bleibe ich auch hier. Es ist hier auch viel schöner. Und jetzt zeige ich euch mal da oben die Berge. Da will ich nachher noch hin. Hoch zum Schnee. Gerade eben kam auf dieser Wiese jemand mit seinem Hund, ja genau, mit seinem Pferd vorbei, wollte ich sagen. Aber meine Hunde wollen auch was. Meine Hunde, das ist Benny. Das ist Benny. Er ist an der Leine, weil er alle Mäuse gräbt. Das ist Sissi, die darf hier frei rumlaufen. Jetzt wollte ich euch mal zeigen, was ich jetzt mache. Ich bin ja jetzt ein paar Tage hier in meinem Bus. Das ist der eigentlich mit Sitze und sowas. Aber wenn ich los will, dann richte ich mir den. Ich habe hier eine Matratze drin, habe hier mein Bänkchen, mein Wasser. Da ist noch ein Schlafsack drin in diesem Ding oder als Kissen nehme ich das. In meinen Kisten habe ich Essen, Trinken. Das ist der Stall für Benny, damit er mir nicht auf meine Matratze hüpft. Da vorne ist meine Küche. Seht ihr das? Das ist die Küche. Ich koche mir jetzt gleich hier vorne sitzend einen feinen Kaffee. Ich werde mir mein Buch schnappen, das schon hier wartet. Das habe ich von meiner Tochter bekommen. Mal schauen, was das ist. Und ja, da mache ich es mir nachher schön. Wie ihr seht, mein Bus ist ein Vivaro. Der ist ein bisschen länger als die normale Ausführung. Mein Hundchen muss immer hier rein, der Kleine, weil der sonst überall rumflitzt. Aber das ist eigentlich ganz gut gelöst. So habe ich da eine Ablage. Meine anderen Sachen hänge ich sonst hin. Wenn ich reise, stelle ich die Matratze einfach hoch an die Seite. Und meine Vorhänge, das ist genial. Das sind lauter Schweizer Flaggen. Die habe ich so hochgedreht. Seht ihr das? Wenn ich schlafe, klappe ich die um. Als Zeichen, dass ich auch noch Deutsche bin, habe ich da hinten, seht ihr es, da habe ich auch noch eine deutsche Flagge. Die klappe ich dann um, aber die sieht dann eher aus wie die badische Flagge. Schwarz und orange quasi. Ansonsten bin ich hier ganz normal drin. So. Jetzt kommen Leute. Pause. Ja, zeig's euch, wie ich hier bin. Da kommen Wanderer. Benny passt auf. Wie gesagt, den habe ich an der langen Leine, weil der mir sonst einfach abhaut, Mäuse gräbt und sich nicht mehr um mich kümmert. Ich weiß nicht, irgendwann wird er vielleicht auch mal kommen. Also nochmal meine Idylle hier. Da oben die Berge. Hier unten hier ganz alleine unseren Fluss. Und wenn ihr mehr von mir hören wollt, schaut euch einfach alles an, was ich euch geschrieben habe. Und wenn ihr mich erreichen wollt, hier. Tschüss.